Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Yet Another Zombie Survivors. Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben alle Lone Wolf Challenge, wir haben alle Achievements. Jetzt geht es darum, ein bisschen Spaß zu haben. Und zwar würde ich gerne jetzt den Hardcore-Modus testen. Wir haben ihn schon mal geschafft mit dem Engineer als Start. Kapitän, Teamleader, wie auch immer man es nennen will. Wir versuchen das Ganze jetzt mit dem Tank im Hardcore-Modus und holen uns. Ja, wen holen wir uns denn dazu? Wir bräuchten sowohl Damage wie auch Slow. Also wäre die Jägerin gut. Der Ghost wäre für Damage super. Der hat aber keinen Slow. Den Engineer würde ich jetzt eigentlich ungern reinspielen wollen, weil mit dem wissen wir ja, dass wir es 100% schaffen. Der Medic wäre noch witzig. Der Medic wäre noch witzig. Wäre der Medic witzig? Wegen dem Heal. Und dem Slow. Schreibt's jetzt in die Kommentare. Also der SWAT wäre obvious. Der Engineer wäre auch obvious. So, Pump Action ist schon mal nett. Doppelschuss. Die Huntress wäre eigentlich auch obvious wegen dem Slow. Ich weiß, wenn ich jetzt den Ghost spiele, dass ich einen ganz besonders glücklich mache, der immer kommentiert, wenn ich den Ghost spiele. Vielen Dank übrigens dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen droppen kann, deswegen sage ich es mal nicht. Die fleißigen Zuschauer und Kommentarleser werden genau wissen, wen ich meine. Wir holen uns dazu. Wisst ihr was? Mir tun dir den Gefallen. Ich tue dir den Gefallen. Und hol deinen Lieblingscharakter hinzu. Wenn er mir vorgeschlagen wird, da ist er. Der gute alte Geist. Das rewollen wir mal. Gehen aufs Katana. Wir wollen ja so schnell wie möglich stark werden. Und stark sind die passiven Fähigkeiten leider nie. Außer vom Ingenieur. Skill Cooldown, Weapon Reload, sehr gut. Wobei, könnt ihr mir das mal beantworten, ob das Katana von dem Weapon Reload überhaupt beeinflusst wird? Zieht er dann öfter seinen Katana oder nicht? Das würde ich noch ganz gern wissen. Und da es hier keinen Sandbox-Modus gibt. Oh, das war verkehrt. Habe ich das ehrlich gesagt keine Lust zu testen. Wir holen uns die Minigun, Sawblade, das Katana. Noch 8 Minuten. Mal gucken. Also beim letzten Mal habe ich richtig geschwitzt, gebe ich ehrlich zu, am Ende. Das war richtig, richtig krass. So, wir holen uns noch Crit mit. Wir können dann eigentlich mal anfangen, Skills zu banishen. Die wir so oder so nicht brauchen. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen müssen. Das heißt, wir banishen das Kunai und nehmen dann nochmal Crit mit. Also gerne ich das auch spielen würde. Liebend gerne, aber es macht keinen Schaden. Und hier im Hardcore geht es einfach nur darum, überleben. Und überleben durch Schaden. Durch nichts anderes. Das heißt, die banishen auch die Shurikens. So leid es mir tut. So, wir brauchen Schaden. Das heißt, wir holen Huntress mit. Wir holen sie mit für Crit. Wir werden aber sie als allerletztes skillen. War ja klar, es war ja so klar, dass wir jetzt den Bogen vorgeschlagen bekommen. Es war einfach klar. Waffenschaden, gib mir Schaden.
Kackaufrüstung und was weiß ich was ausweichen. Nein, gib uns Damage! Katana! Gib mir eine Katana! Hier rein. Flächenschaden. Flächenschaden, Flächenschaden. Haben wir nicht. Kriegen wir. Über die 1000 Schnitte. Über die 1000 Schnitte. Dafür brauchen wir noch 2 Level. Das heißt, gib mir ein Magnet, liebes Spiel. Gib mir ein Magnet. Da ist er. Danke. Normalerweise hört das Spiel nie auf mich. Was ist da los? Wir holen Zombie-Decoy mit, weil Ablenkung. Das ist ein Skill, wo ich sagen würde, der ist gut. Den können wir mit benutzen. Die Siegeblätter auch. Die machen nämlich auch Schaden. Aber alles andere macht keinen Schaden. Es macht einfach keinen Schaden. Gib mir ein Level. Windcutter. Wisst ihr was? Ich nehme mal den Windcutter mit. Weil wir am Ende eh nur noch wegrennen. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Ihr dachtet wieder, ich spiele Standard. Nein. Wir spielen hier ganz besondere Builds. 1000 Schaden einfach mal gemacht. Weapon Damage, Weapon Fire Rate. Gerne. XP bringt uns jetzt nichts mehr. Wir brauchen nur noch 5 Minuten. Das bringt uns im Endless-Modus was. Vielleicht auch im Normal. Wobei, sind wir ehrlich. Den Normal schafft jeder. Nehmen einmal Bogen mit, tatsächlich. Weil wir schon die Endstufen der anderen beiden haben. Wir banishen die Bomben und nehmen den Arrowhead mit. Der ist okay-ish. Nicht gut, aber okay, ich. So, hahaha, Eagle Eye. Für mehr Crit. Also der Windcutter ist vom Damage her, guckt euch das an, 1000 Schaden. Er ist nice. Das einzige Doofe ist, er geht halt nur in eine Richtung. Wenn der irgendwie in zwei, drei Richtungen gehen würde, würde ich den jedes Mal mitnehmen, statt den 1000 Cuts. Aber der 1000 Cuts ist einfach stärker. Ach, gib mir mal Crit. Ab jetzt muss ich Rerolls nutzen für Frostpfeil. Frostpfeil würde ich noch sehen. Oder Zombie. Ja, wir nehmen noch einmal Zombie mit. Achso, den Affen. Kurz Ablenkung. Da rennen sie nämlich dann alle hin. Statt auf mich zu rennen. Das ist nice. Immer noch ein paar Level. Bogen immer mit. Wir nehmen den Windcutter auf Endstufe. 1100er Kritz fast. Kann man mal machen, kann man machen. Lifestream, wir nehmen Lifestream mit. Um uns ein bisschen gegenzuhalten. Das ist Signal fürs Level. Ja, damit. Bogen, sehr gut. Ach Mist, wir brauchen ja dann noch den Multibogen. Also brauchen wir noch mindestens 5 Level oder so. 1, 2, 3, 4 plus, ja, 5 Level. Da wird ein Magnet helfen. Liebes Spiel. Erhöre mich, gib mir den Magneten. Das macht schon ordentlich Bock hier. Ich muss echt sagen, dieser Hardcore-Modus ist Nervenkitzel pur. Weil alles Damage macht. Man muss ausweichen. Man muss auf gute Skills hoffen. Aber das macht ja genau den Reiz aus. Herausforderung. Daran wachsen wir. Oder wir verkacken. Aber selbst das ist okay.
Selbst das ist okay. Das ist das nächste Flugzeug. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Weapon Damage, Fire Range. Nehmen wir uns Weapon Damage Armor. Life Limit. Ordentlich gegenheilen, wenn wir Schaden kriegen. So wie jetzt. Multishot. Sehr gut. Das heißt, wir haben gleich den Frost Arrow. Wenn es gut läuft, genau jetzt. Nee, also rerollen wir. Also holen wir uns ihn. Zack, zack, zack. So, letzten 2,5 Minuten. Ihr wisst, was kommt. Weglaufen. Einfach nur weglaufen. Magneten. Der war ein Magnet. Genau. Zombie-Decoy nehmen wir mit. Dann holen wir nochmal Zombie-Decoy mit. Alles für den Affen. Und dann holen wir Crit mit. Zählt das fürs Team? Kritische Chance 42. Das zählt wohl offensichtlich fürs ganze Team, nicht nur für die Jägerin. Das ist natürlich stark. Sehr stark. Jetzt würde ich gerne meine Banishes zurücknehmen, um die anderen Fähigkeiten auch noch zu haben. Aber damit müssen wir leben. Wir müssen damit leben. Entscheidungen, die man im Leben trifft, damit muss man leben. Stirb, Mr. Boss, stirb. Schade, hat keinen roten Kristall fallen lassen. Wir nehmen noch mal ein Frost Arrow mit und gehen dann auf Crit. Jo. Aber durchpacen. Schaden kassieren. Ich habe das SOS-Signal verpasst. Wo war das denn? Vor lauter Versuchen auszuweichen. Critical Damage, ne. 70% mehr Rüstung. Welche Rüstung haben wir denn? 65, ja komm. Im unter 20% AP droppen sind wir tanky wie Bolle. Da ist das SOS-Signal. Dann habe ich das doch nicht übersehen, da war es einfach nur noch nicht da. Wir hauen 1300 der Crits raus. Das kann man mal machen. Kann man einfach mal machen. Die letzten 50 Sekunden laufen. Wir rennen. Wir nehmen einfach die Füße in die Hand und rennen. Wie auch immer man rennen möchte, wenn man die Füße in der Hand hat, um ehrlich zu sein. Jetzt in der Livecam ist es eingeblendet, wie ich das vorführe. Seht ihr es? Einfach rennen, rennen, rennen. Wie viele Bosse seht ihr? Bitte einmal einen Countdown oder einen Counter mitzählen, bitte. Sind es mehr wie 7? 15 Sekunden. 15 Sekunden. Schade, ich hätte fragen müssen in den Kommentaren, ob ihr es packt. Jetzt ist es zu spät, weil jetzt packen wir es definitiv. 3 Sekunden, 2 Sekunden. GG! Hardcore-Modus mit Tank, Ghost und Huntress gepackt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier werden euch zwei Videos eingeblendet, die ihr noch gucken könnt. Und auch das Abo-Knöpfchen, falls ihr abonnieren wollt. Der meiste Schaden hat tatsächlich der Tank gemacht. Aber auch nur, weil der Ghost als zweites ins Spiel kam. Und der Huntress macht einfach keinen Schaden. Vergiss es. Das ist okay. Denn in der nächsten Folge versuchen wir einen Hardcore mit einer anderen Konstellation. Bis dahin.